eher sagen Trash- oder Zombie-Fans, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ausgegraben. Heute mit dem Film Friedhof der Zombies, der im Jahre 1985 in Mexiko gedreht worden ist, unter der Regie von Ruben Galindo, ist ein Low-Budget-Film und mit an Bord ist Hugo Stieglitz in einer Rolle. Er spielt einen Polizeipsychiater, der davon ausgeht, dass der gesuchte Serienmörder Devlon einen Pakt mit Satan geschlossen hat. Kurze Zeit später wird Devlon von der Polizei überwältigt und erschossen und landet natürlich im örtlichen Leichenschauhaus. Sechs Jugendliche dringen dort eines Nachts, ja, es ist Halloween, ein und entwenden dessen toten Körper, um auf dem nahegelegenen Friedhof eine Totenmesse abzuhalten, oder eine Totenbeschwörung. Mithilfe eines Buches, was eigentlich Devlon gehörte, und dessen satanische Sprüche erwecken natürlich den Todgeglaubten wieder und er wandelt dann als Zombie über den Friedhof umher. Ja, genremäßig werden hier viele Klischees abgespult. Der Film bietet eigentlich nichts Neues. Es gibt eine Prise Okkultismus, es gibt eine Prise Trash und es gibt eine Prise unfreiwilliger Komik, wenn ich an die Szene aus dem Intro denke mit der Axt aus Gummi. Sonst muss ich sagen, es ist ein relativ mittelmäßiger Film. Positiv hervorheben kann man allerdings die sehr, sehr gute Atmosphäre, den noch sehr atmosphärischeren Soundtrack, der einige Szenen dynamischer macht, als dass sie es sind, und das wirklich schöne Setting mit dem alten Herrenhaus, was ein bisschen billig wirkt, aber einen gewissen Charme erzeugt. Fans der härteren Gangart werden allerdings nicht wirklich auf ihre Kosten kommen. In der Mitte des Films gibt es ein paar blutige Effekte, und das war es allerdings auch. Der Rest des Films ist sowas von blutleer, meine Fresse. Das ist man von so einem alten Zombie-Film eigentlich gar nicht gewöhnt, aber scheinbar sind den Machern die finanziellen Mittel schon nach der Mitte der Dreharbeiten ausgegangen. Das können sie aber ausgleichen mit ein paar wirklich gut gemachten Action-Sequenzen mit viel Atmosphäre, mit einem guten Fiesling namens Devlon. Ich hätte ihn auch Deo genannt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Wobei ich sagen muss, die letzte halbe Stunde könnte viele nerven, weil dann tauchen plötzlich noch ein paar Kinder auf, die sich auf dem Friedhof verlaufen und das Gekreische ist dann groß und ein Kind ist so scheiße synchronisiert worden, oh meine Fresse, ich habe da echt gedacht, das ist ein Eunuch oder so, den sie in die Eier gepetzt haben, keine Ahnung, ja, aber das muss man wohl hinnehmen. Ja, zur DVD von CMV Laservision gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Der Film ist im Rahmen der Trash Collection als Nummer 47 erschienen, es gibt nur wenige Extras, eine umfangreiche Bildergalerie, und ja, ein paar Trailers zu noch obskureren Trash-Filmen wie Krieg der Impfras oder Roboter der Sterne. Der Film selber bekommt von mir 6 von 10 Punkten. Es ist ein mittelmäßiger, aber recht solider Zombie-Trasher mit viel Charme, gesundem Maß an Atmosphäre, einigen wirklich gut gemachten, packenden und recht spannenden Szenen und natürlich Rauschebart Hugo Stieglitz in einer sehr, sehr guten Rolle. Er kommt wirklich lässig rüber und lässt alle anderen, ja, wenn ich mal sagen muss, untalentierten oder stümperhaften Schauspieler eh blass aussehen. Das war meine DVD-Review zu Rauschebart Hugo Stieglitz in Friedhof der Zombies, einer alten Zombie-Kajüte, nein, Zombie-Klamotte aus Mexiko. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, fleißig kommentieren, aber auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal, euer Lord. Ciao.